Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, diesmal ein ganz besonderes Video. Solches gibt es ja nur einmal im Jahr. Und zwar der Rückblick auf oder mein Recap auf Essen Spiel 24. Ja, vorneweg, das war wirklich wieder eine geile Erfahrung, auf das Spiel zu sein. Und in diesem Video haben wir jetzt da folgendes Programm. Und zwar gleich am Anfang werde ich euch meine Eindrücke über Essen schildern. Was habe ich alles erlebt? Was habe ich da gemacht? Ich habe mir da auch einige Spiele angesehen. Also drei, von denen ich die vorher schon ein bisschen, ja, durch Ankündigungen vielleicht schon ein bisschen gehypt wurden, habe ich mir erklären lassen. Und werdet ihr da auch ein paar Bilder dazu sehen, beziehungsweise vielleicht Videoeinblendungen? Ich habe da Videos gemacht, also ich schaue mir das an, was dann besser aussieht. Entweder der Videoschnipsel oder na, einfach nur ein Standbild. Ja, dann werde ich euch meinen Essen-Loot natürlich auch noch zeigen. Ja, das kommt dann am Ende des Videos. Also, wie gesagt, erstmal meine Eindrücke und dann der Loot. So, wo fange ich da jetzt am besten an? Also, ja, ich glaube, wir machen das gleiche vorneweg. Es war ja bei mir relativ knapp oder relativ, ja, unsicher, ob ich dieses Jahr zum Spiel fahre. Ihr kennt ja meine Vorgeschichte, durch meine Autoimmunkrankheit war das schwierig abzuschätzen, traue ich mir dieses Jahr die Messe zu oder traue ich es mir nicht zu, weil ich noch diverse Nachwirkungen habe. Ja, zum Beispiel meine Nasenschleimhaut, die war damals weg, ja, wurde aufgefressen von meinen Immunzellen und leider hat sich das nicht mehr gut rückgebildet und jetzt habe ich da im Ohr Probleme, ja, als hätte ich einen Stöpsel drin zum Beispiel. Das ist richtig schwierig, geht total an die Psyche, ja, auch physisch ist das total unangenehm. Das war also die Sache, wenn ich jetzt in die Messe fahre, muss ich den ganzen Tag die Maske tragen und ja, es ist halt schwierig für mich. Ich habe mich trotzdem dazu entschlossen, ja, ich war jetzt fast 3 Jahre nicht mehr auf das Spiel und habe mir da, Gott sei Dank, ja, 2 Tage vor dem Spiel habe ich mir die Tickets gekauft. Eine Woche vorher wusste ich schon, ich werde wahrscheinlich hinfahren, war aber zu faul dazu, mir die Tickets zu kaufen. Und dann kam die Meldung, ja, jetzt wird es dann knapp. Das habe ich überhaupt noch nie gelesen, ja, dass bei der Essen-Messe die Tickets knapp werden. Und habe die noch gesichert, ja, und zwar Donnerstag und Freitag, weil ich mir gedacht habe, ja, also 4 Tage ist ja normalerweise Essen und als Presse war ich auch immer vorhanden. Das heißt, ich war zweimal als Presse, hatte ich das Presseticket und dann bist du am Mittwoch schon da. Also es sind 5 Tage Messe im Endeffekt und das ist schon sehr anstrengend, ja. Und ja, aufgrund meiner Gegebenheiten eben nur 2 Tage. Es war perfekt, ja, muss ich gleich mal sagen, 2 Tage war ich perfekt. Und ja, also was die Knappheit anbelangt, die Messe war so erfolgreich, ja, wie noch nie. Das heißt, es waren die Tickets dann am Donnerstag, dann auch am Freitag, na, am Mittwoch wurde schon bekannt gegeben, die Tickets für Donnerstag sind ausverkauft. Ja. War noch nie, das waren 200.000 Besucher, also ein Besucherrekord an einem Tag. Die Tickets für Freitag waren dann auch schon ausverkauft und ich glaube für Samstag dann auch schon. Ich traue mir fast wetten, dass für Sonntag die Tickets auch schon weg waren. Also das gab es echt noch nie, das ist neuer Rekord. Und wie gesagt, ich finde es voll schön, ja, dass unsere Brettspielbubble so am Wachsen ist. Ja, also keine Stagnation, sondern es geht immer noch bergauf. Ja, die Messe war ja auch früher, also nicht Ende Oktober, sondern früher. Dann bei euch in Deutschland gab es ja Tag der Deutschen Einheit, das heißt schlechtes Wetter war auch eigentlich Programm. Und wenn dann bei einem schlechten Wetter noch Essen ist, ja, eine Messe ist, dann geht man halt auch gern zur Messe. Das heißt, das hat auch dazu geführt, dass sich da viele wahrscheinlich noch Tickets gekauft haben. Und das war am Freitag, beziehungsweise am Donnerstag schon so voll, wie es eigentlich am Samstag ist. Jetzt bin ich schon vorweggegangen. Jedenfalls, ja, ich bin halt dahin gefahren. Und ihr müsst euch vorstellen, für mich ist es ja so, das ist ein Trip von 800 Kilometer hin und 800 Kilometer zurück. Und weil ich ja gesundheitlich nicht ganz auf der Höhe bin, ja, so befindlich geht es mir ja schon gut, aber das mit dem Ohr ist halt wirklich schrecklich, ja. Und ich war auch schon lange nicht mehr oben und bin schon lange nicht mehr so weit gefahren. Und 800 Kilometer ist schon ein Trip, ja. Also ich musste da mehr Pausen machen als früher. Und das war schon sehr anstrengend für mich. Vor allem nach Nürnberg, ja, gab es da drei riesige Baustellen.
da fährst du gefühlt ewig und du glaubst, es geht gar nichts mehr weiter an dem Kilometerzähler. Und die sind wirklich 20 bis 30 Kilometer lang, glaube ich, die sind übelst langweilig, ja. Also das war schon heftig, der Trip. Und klar, man könnte auch anders anreisen, aber ich werde das, wenn möglich, immer mit dem Auto machen. Warum? Weil das einfach viel angenehmer ist, wenn du dann an der Messe bist. Ja? Das heißt, du schaust, dass du um 8 Uhr schon bei P9 stehst. Ich hatte das Presseticket nicht, ja? Da hast du ein bisschen mehr Vorteile. Fährst zum P9, kriegst noch einen schönen Parkplatz, kostet 10 Euro am Tag und du kannst dann innerhalb von 5 Minuten bist du dann zu Fuß in der Messe an der wichtigsten Halle 3, wo auch die Expertenspiele immer natürlich da ausgestellt sind. So, und das ist ein großer Vorteil, weil wenn du Spiele geladen hast, ja, gehst halt mal 5, 6 Minuten zu Fuß, kannst im Auto wieder abladen und gehst wieder zurück. P10 ist ganz weit weg zum Beispiel, ja, also ich finde den P9 sehr super. Und wenn du jetzt mit der U-Bahn kommst oder mit dem Flugzeug und dann U-Bahn nimmst, ja, wo gibst du die ganzen Spieler hin? Trag mal 8 Stunden am Stück den ganzen Loot, den du hast. No way. Ja, also das ist, du kannst dann natürlich den Lieferservice in Anspruch nehmen. Aber ich bin schon der Typ, der sagt, okay, ich lasse mir das jetzt nicht schicken, ich will das gleich mit nach Hause nehmen. Ja, also das packe ich noch nicht. Von daher finde ich das mit dem Auto wirklich komfortabler. Negativpunkt ist, die Anreise ist wirklich, ja, ich glaube, ich habe nicht mehr so die Kraft da oder nicht mehr so einfach die Kraft aufzubringen. Vielleicht wird das in Zukunft mal besser, auch was die Messetage anbelangt, ja. Also ich bin da gerne 4 Tage an der Messe, ganz klar. Aber 2 Tage war aktuell wirklich gut genug für mich. Ich war dann echt komplett am Arsch, als ich nach Hause gekommen bin. Also total K.O., ja. Und schau mal, ob ich in Zukunft die Kraft habe, da auch noch 4 Tage durchzuhalten. Wie dem auch sei, freut mich riesig für die Messe. Und wie gesagt, für unsere Brettspielgemeinde ist das extrem positiv. Ja, in den Nachrichten wurde auch schon was berichtet. Und ja, seit Corona, glaube ich, ist das immer noch mehr am Wachsen. Und das ist ja toll. Ja, in meinem Arbeitsumkreis gibt es zum Beispiel immer noch Leute, ja, die, wenn sie erfahren, dass ich YouTube mache, ja, dann sagen sie, ah, ich habe auch Monopoly zu Hause. Ja. Ja, okay, solchen Leuten dann zu erklären, was man da eigentlich auf so einer Messe sich anguckt und was man eigentlich spielt, ist dann halt immer schwierig, weil die sich da nichts vorstellen können, was man eigentlich, was wirklich da abgeht bei uns in der Barbe. Und ja, ich finde, da ist es immer sehr gut, so eine Messe zu haben, die dann auch wieder viel Reichweite generiert und ja, uns immer viel mehr Menschen, viel mehr. Also viel einfacher und viel schneller zum Hobby bringt und das ist natürlich ja voll nice. Also Messe Essen, wer wirklich brettspielaffin ist und Brettspiele liebt, so wie ich, der muss dahin, das ist das Mekka für uns Brettspieler. Also wenn ihr da noch nie wart, fasst euch ein Herz und einmal im Leben müsst ihr mindestens da reingehen. Ja, und ich habe das zu meinem Freund auch gesagt, ja, also der war auch jetzt das erste Mal da und ich habe ihm gesagt, ja, also wenn du da reingehst, werden, sobald du die Tür betrittst, vor allem wenn du das erste Mal drin bist, werden alle Vorsätze außer Kraft gesetzt werden. Ja, das heißt, er hat sich auch vorgenommen, ich kaufe heute nicht so viel. Er hat auch seine Frau mitgenommen. Und das ist vielleicht nicht so eskaliert, ja, also er ist auch brettspielverrückt. Und ich habe gesagt, ja, du warst noch nie da. Aber sobald die Tür aufgeht und du saugst die Luft ein und die Atmosphäre und siehst die ganzen Stände und Leute, hey, du kaufst wie blöd dann, ja. Genauso ist es dann wahrscheinlich auch passiert, ja. Also der ist natürlich jetzt noch ein paar Tage länger als ich drin, hat mir aber schon geschrieben, ich hatte recht. Ja, ist so. Also das ist wirklich unser Mekka für die Brettspiele. Auch Tom Wessel war da, ja. Also aus aller Herren Welt kommen die Verlage, die Spieler zu uns. Und sollte jeder mal gesehen haben. Wirklich tolles Event. So. So viel zur Einleitung. Was habe ich denn jetzt gemacht an der Messe? Ja, ich habe mir Spiele angeguckt. 3 waren wirklich so, dass man sagt, ja, die sind wahrscheinlich Hype-Titel oder sind erstmal angekündigt, wo man sich denkt, huh, das könnte geil werden. Und ich habe mich natürlich jetzt mal auch ja, in Real Life getroffen mit vielen Autoren, von denen ich natürlich Kickstarter gemacht habe. Zum Beispiel den Stefan Stefanik von Roan. Ja, oder
den Marian Hilgers, den habe ich jetzt auch zum ersten Mal getroffen, darum kann ich später noch zu sprechen. Das ist mal schön, ja, man trifft sich mit den Autoren. Ich habe mir diesmal auch, wie gesagt, aufgrund meiner Befindlichkeit auch keine anderen Pressetermine ausgemacht. Ja, man wird wirklich als Blogger vorher, das würde euch auch interessieren, oftmals angeschrieben, wir hätten da ein neues Spiel zum Vorstellen, kommst du am Verlag vorbei, kommst du am Stand vorbei, siehst du dir das Ganze an, ja, machst ein Interview und so, damit du das Spiel auch ein bisschen Reichweite generieren kann, ist ja völlig in Ordnung, ja. Es ist ja auch interessant für euch zu sehen. Was Problem ist, es ist stressig für mich, ja, oder für den Blogger dann, weil wenn die Hallen gefüllt sind, ja, dann kannst du dich da nicht durchbewegen, weil ich komme da gleich dazu, wie das ausgesehen hat. Das sind Menschenwellen. Und wenn du dann Termine hast, ist der Stress pur, dich durch diese Menschen zu kämpfen. Und das packe ich einfach nicht mehr so heftig, gerade. Ja. Und darum habe ich mir da eigentlich keine richtigen Termine gemacht. Zwei hatte ich, ja. Also, wie gesagt, da habe ich gesagt, ja, ich komme vorbei. Wir treffen uns mal. Aber wie gesagt, das waren alles so Sachen, wo ich sowieso schon vorbeischauen wollte und habe mich da auch mit anderen Autoren noch getroffen. Und das war alles gechillt diesmal, ja, also nicht so richtig mit Presse rein, sondern ja, so ganz gechillt dann durch die Hallen gewandert am zweiten Tag. Ja, es gibt so viel zu sagen, aber ich muss schauen, dass ich da nicht den Faden verliere. Erster Tag, was habe ich gemacht am ersten Tag? Das ist ja auch so eine kleine Biografie natürlich, oder damit ihr auch sehen könnt, wie geht man da eigentlich vor, wenn man da auf die Spielmesse kommt. Ja, es ist natürlich gut, wenn ihr euch vorher über die Spiele informiert, euch eine Liste macht, was will ich mir kaufen. Und dann setzt Prioritäten und schätzt ab, seht euch Videos an, ja, was kann wirklich schnell ausverkauft werden auf der Messe. Welche Hype-Titel sind wirklich gut für mich? Gut sortieren, ja, und dann Prioritäten setzen. Wo gehe ich als Erster hin? Jetzt ist es ja so, ersten Tag, ich habe mich gleich um ein paar Titel bemüht. Zum Beispiel Sandfjord habe ich mir gleich geholt, weil das ist so ein Titel, wo ich echt gedacht habe, ja, ich kenne das Spielsystem von vorher, das wird jetzt noch verbessert. Sicher ein geiles Ding, wird gleich weg sein, ja, also. War dann auch so, das Spiel ist dann bis März nicht mehr verfügbar, aber Gott sei Dank, ich habe mir dann ein Exemplar gesichert. Ja, Inferno ging auch ganz gut weg. Der hatte dann zwar immer wieder was da, aber die Stapel haben sich relativ schnell geleert dann am Tag. Und vor allem Frosted Games hatte wirklich ein tolles, tolles Line-up in diesem Spiel. Und da haben sich sehr lange Schlangen gebildet. Ja, also die hatten da das Line-Up, müsst ihr euch mal auf der Zunge zergehen lassen. Das neue Endeavor, was glaube ich wirklich sehr geil ist, jeder schwärmt davon, dafür habe ich mich auch angestellt. Dann Townsfolk Tussle, tolles Spiel, ja, wahrscheinlich tolles Spiel, ich denke ziemlich sicher ein tolles Spiel. Dann, was gab es da noch? Das habe ich vergessen. Endeavor, Townsfolk Tussle, dann genau, Unconscious Mind, ja, hat mich jetzt nicht so getriggert, vom Optischen her, irgendwie hat es mich nicht, ja. Habe ich mir nicht geholt, aber da gibt es alles, Deluxe-Komponenten und so weiter. Und dann gab es, glaube ich, noch Dead Cells abzuholen und diverse Sachen von Chiptheory Games gab es auch noch. Ich glaube, Hublomachus Victorium gab es noch zu kaufen. Also alles grandiose Titel, wirklich. Und da kann man sich schon mal vorstellen, ah, da steht ihr eine Ewigkeit. Die hatten jetzt das Problem, da standen dann so viele Leute, dass die Schlange bis ans Ende der Halle ging. Ja, und das führte dann zu 3 Stunden Wartezeit, da mussten sie die Schlange umschlichten. Ich werde euch da auch ein Bild dazu einblenden oder einen kleinen Videoschnipsel. Und das ist halt dann schon heftig. Ja, und darum sage ich, setzt euch Prioritäten. Ich bin rein, habe mir gleich als allererstes Zivolution geholt. Und Zivolution ist also ein Titel, wo man sich denkt, ja, kommt dann im Retail auch raus, ja, aber trotzdem will sie es gleich haben. Ich habe aber schon Glockenläuten gehört, dass die Stückzahlen auch begrenzt sind. Also hatte ich da Angst. Ich glaube, das war aber dann doch immer ganz gut verfügbar. Bin gleich rein, habe mir das geholt, ja, nach Sandfjord gleich, Saltfjord gleich, Zivolution. Und so geht ihr dann in der Messe vor, ja. Und so war das bei mir dann auch. Und da muss ich jetzt auch mal dazu sagen, es gibt ja auch das Presseticket, ja, und für Leute, die das nicht wissen, beziehungsweise ich will da auch ein bisschen Einblicke in die Hintergründe gewähren. Es ist ja für euch auch interessant,
die ihr ja nicht Blogger seid. Es gibt ja Leute, die sagen, ja, die kommen da immer früher rein und können da schon Sachen abgreifen und so. Ja, sie sind vielleicht ein bisschen unfair. Ja. Man muss aber auch die Hintergründe darum verstehen. Das heißt, der Vorteil an deinem Presseticket ist ja, du kommst eine halbe Stunde früher rein, du bist am Mittwoch am Pressetag schon da, kannst vielleicht da schon ab und an Spiele mitnehmen, so war es früher, ja, früher war das der Fall, und konntest dich da schon um ein paar Sachen kümmern. Warum ist es wichtig? Weil wenn du da wirklich viel berichten willst, dann brauchst du enorm viel Zeit, um das Ganze zu machen. Ja, also ich hatte auch, als ich damals da war, von einem Termin zum anderen, da musst du was gucken, da willst du was gucken, kämpfst dich durch die Menschenmassen, no way, dir da irgendwie Spiele zu besorgen, da kommst dann diverse Titel gar nicht mehr ran, weil die dann ausverkauft sind. Ja. Jetzt ist es natürlich der Vorteil, wenn du eine halbe Stunde früher rein kannst, stellst dich an, holst dir das, was wichtig ist, und dann kannst du dich gemütlich um das andere Zeug kümmern und für euch Videos produzieren. Logisch, ne? Also das ist natürlich der Vorteil, den wir dann haben, aber wir liefern ja auch Content ab. So, der zweite Punkt ist, es gibt Angestellte auf der Messe. Das heißt, alle, die die Stände haben, sind ja nicht nur Verkäufer, sondern auch Spieler dabei. Und es ist immer so, und das war natürlich vorher auch immer so, dass wenn die Stände aufgebaut wurden oder speziell alles steht schon, ja, man wartet, bis die Türen aufgeht, das sind meistens 2 Stunden Zeit, man konnte auch schon früher als eine halbe Stunde rein teilweise, und dann bilden sich schon Schlangen, obwohl die Messe noch gar nicht offen ist. Das war früher der Fall, weil die Mitarbeiter sich das vorher schon geholt haben. Jetzt gab es da immer die kritischen Stimmen, ja, warum dürfen sie das, das ist unfair. Leute, das ist gar nicht unfair, sondern wie gesagt, diese Leute arbeiten auf der Messe, haben nur wenig Pause, ja, Mittagspause vielleicht eine halbe Stunde. Und wenn da jetzt jemand ist, der sich auch ein Spiel holen will, zum Beispiel jetzt Endeavor, ja, Mittag ist das Spiel ausverkauft, Leute, da gibt es nichts mehr. Und wenn du das jeden Tag hast, dass das Spiel ausverkauft ist, oder vielleicht gibt es am Sonntag gar nichts mehr, ja, weil Sonntag ist traditionell normalerweise ein bisschen weniger los, ja, wenn das dann ausverkauft ist, dann geht der, war der zwar auf der Messe, aber konnte sich kein Spiel holen, total unfair, oder? Also wir können uns da anstellen, die halt nicht. Von daher war das immer relativ fair, dass das möglich war. Jetzt ging das nicht mehr. Sie haben das total eingeschränkt. Ich hatte ja auch kein Ticket bekommen dieses Jahr. Ich war ziemlich spät dran. Der Parkplatz ist natürlich auch ein Vorteil. Aber ich fand das doch ein bisschen schlecht, weil das hat eben diese zwei Auswirkungen. A, ist ein bisschen unfair den Angestellten gegenüber, dass vorher die Spiele nicht verkauft werden durften. Ja, zumindest an diese Leute. B, haben die sich dann angestellt bei diversen Ständen und gewartet, bis 10 Uhr ist, und ab 10 Uhr konnte man das Spiel dann natürlich konsumieren. Ja. Und das hat dann dazu geführt, man geht da schnell rein, die Leute laufen teilweise rein und stehen schon bei einer Schlange, bei einer größeren als früher das der Fall war. Und finde ich eigentlich kontraproduktiv. Ja. Also bitte lasst doch die Leute, die Angestellten, die Aussteller, untereinander sich die Sachen schon erledigen, lass die Blogger ihre Sachen holen, ja, das ist dann das Ganze viel gechillter, es fällt nicht ins Gewicht, ja, es sind so viel Stückzahl von den Spielen oftmals da, dass das, ja, kein Problem ist, und viele Verlage sind da auch fair und sagen dann auch, ja, wir wollen ja auch für die anderen Leute noch was verkaufen, ja, also es ist ja alles eigentlich im fairen Rahmen, ja, so viel meine Meinung dazu, und damit ihr auch mal einen Blick hinter die Kulissen habt. Also ich finde es schade, dass es dieses Jahr diese Sperrungen gab. Ich finde das kontraproduktiv. Nichtsdestotrotz, ja, das ist vielleicht nur eine kleine Sache. Mich hat es ja nicht so gekümmert. Ja, ich bin diesmal, habe ich eine andere Blickweise gehabt. Ich war ja seit 3 Jahren nicht mehr auf der Messe, aber vorher 2-mal mit Presseticket, und diesmal bin ich vor der Tür gestanden. Am zweiten Tag um 8 Uhr gleich da gewesen, rein vor die Tür und dann vor dem Frosted-Stand. So, also generell hat es mir wirklich sehr gut gefallen. Das war echt ja, ein neuer Zuschauerrekord, und es war schön dabei zu sein. Und es ist echt krass, ja, wie groß die Bubble schon ist und wie das wächst. Und das am Samstag, beziehungsweise das am Donnerstag schon aufgrund des Tages der deutschen Einheit, ja, hat sich schon angefühlt, als wäre es Samstag. Also früher war ja die Messe Ende Oktober, jetzt ist es Anfang Oktober, und
Ja, krank, einfach krank. Ich werde euch da jetzt Bilder einblenden. Wir gehen jetzt gleich zu den Spielen, die ich mir angesehen habe und mit den Leuten, mit denen ich mich getroffen habe. Ich werde jetzt entweder kleine Videoschnipsel einbauen mit Endlosschleife oder Bilder, je nachdem, wie ich es für richtig oder nötiger halte, nötiger denke, keine Ahnung. Jedenfalls werdet ihr da jetzt Bilder dazu sehen. Und anfangen möchte ich da generell jetzt mit der Schlange bei Frosted Games, beziehungsweise mit der Menschenmasse. Nur kurz ein Bild, ein Eindruck. Seht erstmal die Menschenmasse, so sieht es aus, ja, wenn der Gang voll ist. Und es ist wirklich so, also teilweise hattest du echt das Gefühl, es gibt zwei Wellen, die eine Richtung so, die andere Richtung so. Und wenn du dich da rein bewegst, wirst du ja teilweise schon umgerannt. Also du musst da wirklich wie beim Verkehr schon aufpassen, wie bewege ich mich, ja, sonst fällst du den anderen auf, ja, sonst tritt du den anderen auf die Füße oder die schieben dich da einfach mit. Also heftig, ja, sowas kennt man nur von samstags eigentlich. Und das habe ich Donnerstag gehabt, Donnerstag und Freitag habe ich das gehabt, ja. Samstag heute war ich nicht mehr auf der Messe, ich bin dann nach Hause gefahren. Sicher auch. Und interessant wird es dann, ob das Sonntag auch der Fall ist. Wenn das Sonntag auch der Fall ist, dann ist es wirklich ein Rekord, der in neue Dimensionen geht und der schwer zu toppen wird. Also, ihr seht, Bilder sind echt schräg. Dann noch ein Bild von der Schlange von Frosted Games, damit ihr das mal sehen könnt. Ihr könnt zwar auf dem Bild nicht jetzt ungefähr die Dimension erahnen, aber, also ihr könnt es erahnen, aber das war wirklich viel größer, als man hier sieht. Ja, heftig. Zur Verteidigung von Frosted Games muss man auch sagen, dieses Problem mit den Riesenschlangen, ja, das hatten ja auch die anderen Verlage auch, teilweise haben sich die Schlangen getroffen, dann kennt sich keiner mehr aus, wer steht wo, oder man steht unabsichtlich in der Schlange, weil man nicht mehr weiter kann. Also wirde Situationen. Und ja, man könnte sagen, ja, wenn man hat so ein starkes Line-up an Spielen, da könnte man sich ahnen, dass das kommt, aber es war folgendes der Fall. Ich glaube, ich habe gehört, da ist ein Gerät ausgefallen. Ja? Also früher war es ja so, man geht hin, kann vielleicht bar zahlen vor ein paar Jahren. Bar zahlen, gibt das Spiel in die Hand und du gehst. Jetzt ist es ja so, man braucht ja immer eine Rechnung. Ja? Das heißt, für die Steuer muss der Verlag eine Rechnung ausdrucken, dann hast du Geräte dafür. Manche zahlen ja auch mit Karte, dann funktioniert da wieder mal was nicht. Und anscheinend ist eines dieser Geräte auch ausgefallen, also quasi eine Kasse. Das führt dann dazu, dass natürlich dann auch Stau entsteht, wenn nur ein Gerät betriebsbereit ist. Und da muss man auch Verständnis dafür haben. Klar, wenn du dann hinten stehst, kriegst du das gar nicht mit. Das hat auch dazu geführt, dass das eskaliert ist. Am zweiten Tag, also am Freitag, war das viel besser. Ich war natürlich auch weiter vorne, habe mich gleich zu Frosted angestellt. Ja, also Endeavor hatte schon Prio bei mir. Ich habe aber andere Spiele bevorzugt und habe mir gedacht, ja, zweiten Tag ist immer so, dass die Verlage Nachschub bekommen. Dann hole ich es mir am zweiten Tag. War guter Plan. Ja, gleich nach vorne gestellt, schneller reingegangen, also nicht gerannt. Ich will nicht zu denen gehören, die auf den Videos dann auch zu sehen sind, wenn sie laufen. Also, ja, da bin ich eher in den schnellen Gang, habe ich da eingelegt. Dann gleich in die Schlange rein, war vielleicht Wartezeit 15 Minuten, sowas. Und hatte dann mein Spiel, ja, mit den Deluxe-Komponenten. Also, war ein toller Plan, der ist gut aufgegangen, das war toll. Mein Freund ist viel später gekommen, ja, als mit der U-Bahn dann. Es gab auch Probleme auf der Autobahn, Unfall, ewig langer Stau, Totalsperre, Katastrophe. Ja, also das wünsche ich keinem. Ich weiß nicht, die haben 10 Uhr oder so gekommen, hat sich angestellt bei Frosted, war aber dann doch relativ fix an der Kasse. Ja, also am zweiten Tag hat das wirklich super funktioniert. Und ja, also alles gut. Und ein Lob an Frosted Games muss ich da schon mal aussprechen. Wie gesagt, ich mag den Verlag extrem gerne, weil A, es sind total nette Leute da. Matthias Nagy ist auch super. Und vor allem das Line-up der Spiele ist wirklich grandios. Ja, also die holen sich wirklich nur ausgewählte, schöne Titel. Und ja, wenn man sich da ein Spiel holen will, dann muss man sich sputen. Definitiv. So, das war mein Eindruck. Ich glaube, das war ein Gesamteindruck. Sind wir jetzt fertig? Und jetzt kommen wir zu den Spielen und zu den Sachen, die ich erlebt habe, da noch dazu mit den Menschen, mit denen ich mich getroffen habe. Wie gesagt, wieder mit diversen Videoschnipseln oder Bildern. Ist jetzt ein bunter Mix zwischen Sachen, die wir schon kennen oder die neu sind und eben drei Hype-Titel dabei.
die auf Kickstarter anlaufen werden oder auf Gamefound, je nachdem. Und zwar das erste Spiel ist Ravenant von Mindclash Games. Wurde angekündigt, dann gab es ja gleich wieder voll den Hype. Ja, Mindclash Games macht ja immer tolle Spiele, Voidfall zum Beispiel oder mein Lieblingsspiel auch Anachrony. Tolle, tolle Spiele. Perseverance habe ich noch nicht gespielt. Ja. Fakt, ein richtig toller Verlag und das Cover von Revenant, so ein spaciges Cover, ist ja schon mal genial. Er holt mich schon total ab. Ja, ich habe mich an den Tisch gestellt. Der Autor war auch kurz, er war zufällig gerade frei. Und er hat mir auch angeboten, mir das Spiel zu erklären. Dann habe ich mir das Spiel angehört. Und sehr detailliert sogar, aber ich habe mir natürlich nicht alles merken können. Wie gesagt, eine Side-Info ist ja das Problem, weil ich war nicht 100% fit. Ja. Ich war ja total am Arsch am ersten Tag, weil eben die lange Fahrt, dann das Ohr nervt mich und das Ohr hat mich die ganze Messe über genervt. Ja, es war immer zu, als wenn du ein Stoppen reinstoppst und du hörst dich immer selber reden, das spürt man dann auch. Ja, also das war so das Einzige, was mir an der Messe nicht gefallen hat, dass es mir selber, ich war nicht perfekt. Ja, aber ich hoffe, man hat es mir nicht angekannt. Aber ja, wie dem auch sei, es hat mich ein bisschen behindert und ja, so viel ich mir jetzt merken konnte, weil die Lautstärke war ja auch schlimm. Ja, ich verstehe nicht immer 100% jeden dadurch, der mir da was erklärt. Das ist schwierig, wenn es auch laut ist. Aber ich habe tolle Infos für euch. Und zwar, das Spiel ist generell eigentlich ein Worker-Placement-Spiel. So. Thematisch ist das Spiel angesiedelt im Voidfall-Universum. Es hat aber eigentlich mit Voidfall von mechanisch gesehen eigentlich nichts zu tun. Ja, denn der Autor hat mir gesagt, es ist ungefähr so wie, du kennst ja das Star Wars Universum, ja, die Star Wars Titel und dann hast du diese Sideplots, wie zum Beispiel, ja, Andors oder Rogue One oder so, die Sideswords oder Mandalorian, ja, und so fühlt sich, so könnt ihr euch dann wirklich vorstellen, um worum es eigentlich bei Revenant geht, also so eine Side Story nebenbei. Da geht es auch darum, dass man von Außerirdischen bedroht wird oder von einer außerirdischen Bedrohung halt. Und ihr seht hier auf der Mitte oder in der Mitte des Spielplans sind diverse Schiffe abgebildet. Die gibt es auch mit heftigen Deluxe-Upgrades dann. Und alles, was ihr macht, ist, ihr habt so einen Worker-Placement-Mechanismus, wo ihr eben diese Arbeiter in diese Schiffe einsetzen könnt und noch diverse Aktionen durchführen könnt, Ressourcen generieren und Ressourcen ausgeben, um diese Schiffe zu verstärken. Denn, wie ihr es ahnen könnt, die Aliens werden irgendwann zu einer Bedrohung und greifen uns von den diversen Zonen, die es dann da gibt, an. So, dann war meine erste Frage gleich, ist das so eine Art Tower-Defense-Spiel? Sagt dann, nein, ist eigentlich kein Tower-Defense-Spiel. Man muss sich da schon verteidigen, ja. Aber es ist nicht wirklich ein Tower-Defense-Spiel. So. Die zweite Frage war dann, dazu komme ich gleich, er hat mir dann so erklärt, das Ziel des Spiels ist ja, man spielt verschiedene Fraktionen, ja, jeder ist ein Captain von einer unterschiedlichen Fraktion und dein Ziel ist es, der beste Captain zu werden, ja, mit dem meisten Ruhm. So, wie macht man das? Man pimpt diese Schiffe und diese Schiffe verteidigen ja im Endeffekt die Region. Und dann war meine zweite Frage, ja, ist das jetzt eine Art Semi-Koop-Spiel? Und da hat der Autor gesagt, nein, es ist kein Semi-Koop-Spiel, hört sich zwar so an, ist es aber nicht. Warum? Weil man das Spiel nicht gemeinsam verliert oder gewinnt, sondern das Spiel hat einmal ein Ende, ja, und am Ende gewinnt derjenige, der thematisch gesehen natürlich am meisten dazu beigetragen hat, die Aliens zu verteidigen, egal wie das Spiel jetzt ausgeht. Ja, wenn viele Schiffe verloren gegangen sind, ist halt mal so, aber es gibt halt dann, ja, man sieht dann, wer hat dann am besten gespielt. Finde ich einen witzigen Effekt, kennt man vielleicht auch schon von anderen Spielen. Aber ich glaube, das ist sehr gut durchdacht, wie es den Anschein macht. Und ja, mal schauen, was da auf uns zukommt. Also ich habe ihn auch gefragt von der Komplexität her. Er hat gesagt, das wird deutlich unter Voidfall sein. Ja, also ich schätze mal, ich kann es auch nicht im Detail sagen, aber wenn er sagt, es wird deutlich unter Voidfall sein, ist es natürlich trotzdem ein Expertenspiel. Ja, aber Voidfall hat natürlich schon ein enormes eine enorme Einstiegshürde und er hat gesagt, das Spiel ist definitiv auch leichter zu lernen und der Einstieg ist leichter.
Ja, also bin ich mal gespannt. Ja, ein Spiel, das aussieht wie ein Tower Defense Spiel, aber ihr habt Worker Placement Felder in Form von Schiffe, müsst die Schiffe aufrüsten, die versuchen sich gegen einfallende Aliens zu verteidigen. Diese Aliens kann man auch vorerkennen, wo sie eventuell auftauchen werden. Ja, das heißt, man kann auch ein bisschen planen. Aber im Endeffekt ein Eurogame. Also ein sehr interessantes Konzept. Das war's von mir zu Revenant. Ich bin gespannt, was da auf uns zukommt. Ja, ich glaube, das wird ein cooles Spiel. Ich möchte es noch nicht vollends hypen. Ja, ich will, das ist echt so ein Spiel. Er hat gesagt, er schaut auch, dass er einen sehr, also ein Solo ist natürlich auch so, ein Solo-Bot ist auch in Entwicklung und er schaut, dass der auch richtig gut wird. Ja, also da kann man also noch nicht viel dazu sagen. Schauen wir mal, wie das wird. Mir ist es auch wichtig, dass es zu zweit funktioniert. Aber er hat schon gesagt, ja, kann man gut zu zweit spielen, so in der Art. Dann bin ich definitiv gespannt. So, das war Revenant. Der zweite Titel, den ich kurz vor der Messe oder der kurz vor der Messe erstmal angekündigt worden ist, das ist Avalon. Ich habe den Verlag gerade nicht aufgeschrieben. Avalon, ja, mal draufgeklickt, ein sehr geiles Cover. Schöne Boardpräsenz. Bin ich natürlich interessiert, ja, aber man konnte noch nicht viel lesen, worum geht es denn eigentlich in dem Spiel. So, dann gleich hingestartet, ja, Tisch war frei und habe mir das auch erklären lassen. So, und das ist so ein Spiel, da muss ich da mit der Tür ins Haus fallen. Ja, das ist so ein Spiel, das ist ein bisschen wie Blood Rage. Das wollte der Erklärer zwar nicht ganz, nicht so gerne hören, glaube ich. Ja. Aber ja, in dem Spiel geht es darum, dass ihr auch so eine Art Area Control durchführt, habt Handkarten auf der Hand, mit denen ihr die Einheiten platzieren könnt oder auch damit kämpfen könnt. Zusätzlich hat man so Planteile. Wenn man da sich darauf stellt, kann man die aufdecken und dann noch diverse Effekte triggern. Ja. Thema. Ich weiß gar nicht mehr das Thema, da habe ich voll vergessen. Ich glaube, das hat irgendwas mit Arthur zu tun, glaube ich mal. Jedenfalls hat das Spiel, ich bin da gestanden und mein Gefühl sagt, und ich habe das ihm auch gesagt, hey, das ist aber ein bisschen wie Blood Rage. Ja? Und er hat dann so, ja, ähnlich. Und als ich schon mal dieses Gefühl gehabt habe, ja, dass es so ein Ding sein konnte, da habe ich ja gedacht, boah, da hat das Spiel aber jetzt schon mal einen schweren Stand bei mir, definitiv. Also ich bin dann ernüchternd von dem Stand weggegangen. Ich kann mich auch täuschen. Ja, vielleicht ist es wirklich ein tolles Spiel. Es hat ein paar nette Twists, definitiv. Ich will jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, aber Fakt ist, Blood Rage ist so ein endgeiles Spiel. Ja, das ist ein Evergreen und das zu schlagen mit seiner Einfachheit, das wird total schwierig. Ja, und von daher ist die Messlatte sehr hoch. Und bevor er da wirklich blind in den Kickstarter einsteigt, schaut euch mal an, was das Spiel kann. Ja, ich bin auch, habe definitiv noch nicht alle Details durch oder habe mir auch nicht alles abspeichern können. Das ist ja auch nicht einfach. Schau mir das dann auch nochmal an, aber ich glaube nicht, dass ich persönlich dieses Spiel brauchen werde. Also bin ich da ein bisschen ernüchtert von dem Stand weggegangen. Aber ich kann mich auch täuschen. Vielleicht ist es ein Blood Rage mit ein paar zusätzlichen netten Twists dabei. Ja, aber das hat definitiv Nuancen davon. So, eine kleine Info nebenbei noch. Ich habe mich definitiv sehr auf die Eurogames fixiert, weil ich das Interesse an Miniaturenspielen generell ein bisschen verloren habe. Ja, ich habe sehr gute zu Hause. Ihr wisst ja, ich sage es immer wieder, KDM ist mein Go-to-Go, ja, Boss-Battler im Endeffekt, Miniature-Game. Die ich noch habe, so Alter Quest und Street Masters, alle geil. Ich bin also wirklich da gut abgedeckt und bei mir ist es schwierig. Vor allem Kampagnenspiele, da mache ich auch einen eigentlichen Bogen drum. Nur das neue Frosthaven würde mich schon interessieren, aber ich habe wahrscheinlich die Zeit nicht dazu. Ja. Das heißt, ihr werdet auf meiner Preview-Seite nicht viel zu Miniaturenspielen gehen. Da können wir nur hoffen, dass Becky von der Nische, Grüße gehen raus übrigens, da fähig war oder die Freunde von ihm, wenn er selber nicht konnte, da Content zu liefern und euch Infos dazu zu geben. Ja. Also wenn ich da in die Miniaturenspiele auch noch einsteigen will, da brauchst wirklich die 4 Tage dazu. Also definitiv, bei mir geht es eher so in die Eurogame-Richtung oder so Kartenspiele und so weiter.
So, das nächste eben, Rhone Invasion, war natürlich auch da, ja, der Stepan Stepanik, ihr seht hier hinten das Spiel, und mit seinem Verlag Bonjour Games. Ich kann es immer wieder sagen, das Spiel ist grandios, hat tolle, innovative Kartenmechaniken, super lustig zu spielen, ein geiles Koop-Spiel, definitiv. Und er hatte extra 12 oder 14 Exemplare einfliegen lassen. Spiel befindet sich ja gerade in Produktion und Auslieferung. Und ja, das ist so ein geiles Ding, Leute. Der Stepan ist so ein netter Kerl. Also alle Entwickler, die ich kennengelernt habe, mit denen verstehe ich mich blendend. Die sind super nette Menschen. Und wenn ihr jetzt noch auf der Messe seid, wenn ihr das Video seht, dann schaut gerne bei ihm vorbei. Holt euch vorab schon mal das Spiel ab. Ja, ist wirklich geiles Ding. Und ihr seht es am Plakat, ich blende euch das ein. Er hat mir die neue Erweiterung vorgestellt, die wahrscheinlich kommen wird. Und ich habe ihm auch gesagt, woher nimmt er immer diese schönen, genialen Ideen? Es kommt eine Erweiterung dazu. Ihr seht hier diesen Sheet und auf den Sheet sind diverse Felder abgedruckt. Und dann werden auf diesem Sheet Gegner auftauchen und ihr müsst euch aktiv zu den Gegnern hinbewegen, indem ihr auch Ressourcen ausgibt. Ja, und wenn dieses Board überfüllt ist, könnt ihr auch das Spiel verlieren. Und das ist mal geil. Ja. Also das fügt dem Spiel wieder ein Level hinzu, wo ich mir denke, wow, ich glaube, das könnte sich nahtlos einfügen und ist halt wieder eine tolle Option, deine Ressourcen auszugeben. Ich hoffe, dass ich dazu meinen Kanal auch wieder was zeigen kann, ja, dass er mir da so eine Kopie wieder zuschickt, um euch das auch zeigen zu können. Das wird sicher geil, ja, also was er mir da erzählt hat. Wie gesagt, ein toller Autor, ja, seriöses Projekt. Ihm geht es gut mit seinem Spiel und seht euch das Ding mal an. Ja, also tolles Spiel und auf der Spieleoffensive gibt es ja immer noch auf Deutsch ein Spiel, das wirklich, ich denke, total underrated ist. Da müssten viel mehr Leute darüber berichten, weil das gehört viel mehr, dem gehört viel mehr Aufmerksamkeit gewidmet. Es kommen immer so viele gleiche Kartenspiele raus, Leute. Und das ist wirklich ein eigenständiges Ding. Und wo hat man schon Würfel, in die man Schrauben reindrehen kann? Ja, tolles Spiel. So, nächste Station war The Fog von Xolotx Games. Ja, ich habe mich auch mit dem Autor wieder unterhalten. Super netter Kerl. Ja, also total tolle Gesprächsbasis. Er ist auch total froh. Sein Projekt ist super gut gelaufen. Der wünscht sich vielleicht auch noch einen Verleger, ja, der mit dem das Spiel vielleicht noch ein bisschen größer vertreiben kann. Ein sehr schönes Spiel, heruntergebrochen gesagt. Ihr versucht Inselbewohner vor einer Bedrohung zu retten in Form eines Nebels, der von unten sich nach oben schiebt und mit so Art Halma-Funktionen. Die können springen, sich weiterschieben, haben Fähigkeiten, versuchte die Bewohner auf die Boote zu bringen. So, tolles Spiel. Also man sieht, die Spieltische waren alle voll, der hatte alle Hände voll zu tun, hat eine schöne Boardpräsenz, die Deluxe Edition. Spiel ist ja schon ausgeliefert, kann man auch bei ihm kaufen. Und da kommt die nächste geile, geniale Idee wieder. Er hat mir auch schon gesagt, was ist das nächste, was er vorhat. Hat viele Ideen, aber jetzt kommt, was mich begeistert hat, eine coole Idee ist, es geht nach Ende des Spiels dann noch weiter. Ja, jetzt stellt man sich vor, man hat die Inselbewohner gerettet oben. Dann wird nicht nur nach den Punkten abgerechnet, sondern thematisch gesehen steigen die in das Boot und landen an einer anderen Insel an und versuchen sich zu retten. Problem ist nur, auf der anderen Insel gibt es dann eine Bedrohung, eine neue Bedrohung, ja, der sie sich stellen müssen. Genaueres hat er mir da noch nicht erklärt. Er hat gesagt, da kannst du dir noch deine Fantasie freien Lauf lassen. Meine Fantasie interpretiert, jetzt kann man da viel einbauen. Ich war da gleich Feuer und Flamme, wenn man sich da jetzt denkt, ja, stell dir mal vor, die retten sich da von einer Insel, landen an und dann taucht ein Monster auf und frisst schon einen von denen. Ja. Also wenn das so ablaufen würde, fände ich es echt geil. Und dann würden vielleicht die Bewohner Spezialfähigkeiten bekommen, mit denen du dann versuchen musst, da irgendwie zu überleben. Also das finde ich genial, was man sich da dann vorstellen kann. Und ich bin hyped, also auch voll gespannt, was da kommen wird. Tolles Spiel. The Fog auch. Das ist wirklich wieder so ein eigenständiger Titel. Mag vielleicht nicht jeder, ja, aber das ist mal so ein Spiel abseits vom Mainstream mit wirklich schöner,
cooler Mechanik. Seht euch das Ding an. Ich mag es extrem gerne. Tolles Spiel und tolle Deluxe-Komponenten auch. Sieht toll aus. So, dann habe ich mir angesehen Elder Scrolls. Ja, natürlich war Chipdirect Games mit Elder Scrolls auch da. Und man weiß ja, worum es in dem Spiel geht. Ich wollte erstmal die fertigen Komponenten sehen. Und Gott, ja, ich freue mich schon extrem darauf, das Spiel zu spielen. Also du hast wirklich das Gefühl, wenn du da jetzt zu dem Tisch gehst, wo das Spiel aufgebaut dasteht, also echt, das Gefühl kommt hoch. Du siehst hier die pure Mischung aus Too Many Bones und Cloudspire. Ja, beides grandiose Spiele. Too Many Bones habe ich schon viel gesuchtet. Cloudspire müsste ich viel öfter spielen, ist auch ein geniales Spiel. Und wenn du das siehst, ja, sofort Cloudspire und Too Many Bones. Also das kann eine gute Mischung werden mit Storytelling dabei, entwickelnde Charaktere. Das Ganze kommt ja auch deutsch auch bei Frosted Games wahrscheinlich, ja. Und wieder tolles Line-Up. Das heißt, wenn das Spiel rauskommt, dann ist in dem nächsten Spiel die nächste Schlange bei Frosted schon vorprogrammiert, Leute. Ja, also macht euch da jetzt schon den Plan. Wie dem auch sei, freut euch richtig drauf. Die Produktionsqualität ist wieder top und wird sicher ein Highlight. Ich hoffe, es kommt dieses Jahr noch. Ich habe vergessen zu fragen, ob sie es schaffen. Aber ich denke, dass es vielleicht dieses Jahr noch aufschlagen wird. So, das nächste dann. Planet Unknown, die Erweiterung Super Moon, konnte man nicht kaufen. Habe den Tisch gesehen, wo das gespielt wurde, habe in der Anleitung ein bisschen geblättert. Am Ende des Clips, den ihr jetzt seht, gerade Dauerschleife oder Bild, sieht man dann auch die Anleitung. Da könnt ihr dann stoppen, ein bisschen reinlesen. Grob gesagt, es kommen ein paar kleine Mechaniken dazu und es kommt ein neuer Puzzlefaktor hinzu in Form eines kleinen Supermondes, der aus vier Teilen besteht. Ja, und da könnt ihr da auch noch zusätzlich was reinpuzzeln, habt neue Effekte, die ihr da entdecken könnt. Und ja, das ist sowieso eine Erweiterung, die für mich ein Pflichtkauf darstellt. Generell habe ich auf der Messe nicht so viele Erweiterungen mitgenommen, fast gar keine, weil ich habe das letzte schon in einem Video gesagt, dass ich jetzt immer einen großen Bogen um Erweiterungen mache, außer ich habe das Gefühl, dass es vielleicht wirklich eine Bereicherung ist. Ja. Und Planet Unknown ist so ein tolles Spiel. Da kann ich mir vorstellen, dass die Erweiterung auch wirklich gut ist. Ich habe auch auf viel Schnickschnack verzichtet. Darauf kommen wir später zu sprechen. Ja, dann jetzt wieder eines der drei Hype-Titel, den ich euch gesagt habe. Also wir haben hier eine tolle Mischung, finde ich. Der letzte, den ich mir angesehen habe und intensiver betrachtet. Ja, das heißt intensiver, das war bei dem Spiel sehr schwierig. Und zwar handelt es sich um Speak Easy von Vital Lacerda. Ja, ich muss ins Thema da noch ein bisschen einsteigen, das habe ich vergessen, ich habe es durchgelesen. Aber wie gesagt, ich bin auch nicht ganz auf der Höhe. Wie dem auch sei, ihr seht hier die Schleife oder das Bild, je nachdem, habe ich gemacht. Vital Lacerda hatte einen Tisch da bei Skellig Games, saß da und hat das Spiel fast in Dauerschleife erklärt. Und ich glaube, man kann auch erkennen, welche Menschentrauben sich da angefangen haben, sich zu bilden. Ja. Jeder hat ihm gespannt an den Lippen gehangen und hat jede Regeldetail irgendwie aufgesaugt. Leider konnte ich halt nicht alles genau hören, wegen dem Ohr, blöd. Ja. So viel ich da mitbekommen habe, und ich habe ja auch gefilmt, hat man unten so einen Action-Selection-Mechanismus, muss kurz was trinken. Also man sieht ja an der unteren Reihe so Quadrate, da könnt ihr einen Arbeiter reinsetzen und dann auch nochmal drei unterschiedliche Aktionen, glaube ich, pro Feld oder so durchführen. Also man möchte mich lügen strafen, aber ich habe noch nicht den detaillierten Überblick. Aber Fakt ist, das Spiel sieht traumhaft aus. Ja, also die Vorgängertitel haben mich jetzt nicht so gehuckt, von Kanban war ich sehr enttäuscht, also da war ich wirklich enttäuscht. Dann Weather Machine oder wie das hieß, das hat mich, oder das Vorgängerspiel, ich weiß ja gar nicht wieder, das hat mich auch nicht so gehuckt. Aber jetzt dieses Speak Easy, seht euch mal das Ding an, tolle Boardpräsenz, ja, du hast wieder eine, du musst da irgendwelche Ölfässer oder Barrels da abbauen, musst irgendwie versuchen, dass du die Stadtviertel da, die Lokale irgendwie betreiben kannst oder so, ja, ich muss mir das, seht euch das Thema einfach online mal an.
Aber wirklich, es sieht mega geil aus. Und allein schon die Optik und dieses Action Selection, das hat irgendwas. Ja. Und wenn ihr euch die Leute da anseht, jeder hat da gebannt zugehört. Und ich traue mir schon mal zu sagen, vielleicht wird dieses Spiel sogar den Crowdfunding-Rekord bei Eagle Griffin sprengen. Da bin ich echt gespannt, weil ich finde, das seit langem im Titel, das sieht wirklich geil aus. Und Lacerda, ja, werden sowieso immer Erfolg. Und das könnte ein Titel sein, obwohl ich eigentlich bei Crowdfunding eigentlich nichts mehr unterstütze. Das könnte so ein Titel sein, wo ich wahrscheinlich dann auch dabei bin. Ja. Also ihr könnt das sicher schon mal wahrscheinlich 150 Euro wieder rechnen. Ja, das ist so die Preisklasse, bei der ihr da bei Skellig Games bzw. Bagel Griffin rechnen müsst. Ein wirklich wahrscheinlich wieder Heavy-Expertenspiel. Da sind wir gespannt drauf. Freuen wir uns. Vitaly Serra natürlich das Ganze selber erklärt. Toll. Ja, ich war beeindruckt, muss ich schon sagen. Also En Masse und Gallerist habe ich zu Hause von ihm und die sind echt top. Also wirklich saugeile Spiele und auf das freue ich mich dann auch. Ich würde gerne auch mal Winners spielen. Das würde mich auch interessieren. Vielleicht hole ich mir das irgendwann mal. So, dann natürlich AI Apocalypse. Ja, und zwar, das ist das Spiel hier. Der Autobattler mit dem besonderen Twist. Ich habe Marianne besucht, wir haben uns das erste Mal jetzt quasi physisch getroffen, ja, also kennengelernt und ein super netter Typ wieder, ja. Sehr jung, ambitioniert, schönes Kickstarter-Projekt, sehr gut gelaufen, glaube ich, war am ersten Tag finanziert und ich habe da auch Preview-Video dazu gemacht. Bin auch stolz drauf, weil das ist so ein Spiel, ja, da macht man gerne ein Video dazu. Der Prototyp ist Bombe. Die Qualität des Prototyps war schon ein Hammerspiel selber, ist total lustig. Und der hatte einen tollen Stand und zwar Messehalle 3, natürlich, wie ich finde, die wichtigste und geilste Halle, weil das sind unsere Expertenspiele, ja, die meisten. Und du gehst rein und gleich links im Eck hatte der einen Stand, ja. Die Standpreise sind wirklich dieses Jahr enorm teuer, was ich gehört habe. Und das war wirklich ein toller Stand, da hat er echt Geld investiert. Und viele Leute haben sich den Titel auch geholt. Ja. Und ich kann euch nochmal sagen, falls ich das Video rechtzeitig online kriege und ihr seid am Sonntag auf der Messe, schaut bei ihm am Stand vorbei, er freut sich riesig. Und dieses kleine Spiel bringt wirklich sehr viel Spielspaß. Ein Autobattler, den man noch viel beeinflussen kann, aber die Reihen dann quasi zufällig gegeneinander kämpfen, so halb zufällig. Ja, also ich habe da auch Video gemacht, seht euch die Videos dazu an. Tolles kleines Spiel und tolles Team, das da dahinter steckt. Kann ich nur wärmstens empfehlen. War super nett, mich auch mit ihm zu unterhalten. Genau deswegen geht man auch als Blogger auf die Messe, nicht nur um Leute zu treffen, sondern auch um ja, sich mit den Autoren und Verlagen zu unterhalten. Zu den Fans komme ich dann später noch. Ja, das machen wir, bevor wir den Loot durchführen. Auf jeden Fall war das auch sehr positiv und hat mir echt gefallen, mit Marian Hilgers zu sprechen. So, jetzt noch ein Projekt, das auch wirklich genial ist und das auch viel unterm Radar sich bewegt, aber dem auch viel mehr Aufmerksamkeit gehört. Und zwar das Spiel Zwischen Licht und Schatten. Ja, was ist da für ein Spiel? Ein Roll and Write und zwar ein komplexes Roll and Write der besonderen Art. Ja, so sieht das ganze Spiel aus. Ich habe auch dazu schon Videos gemacht. Habe da auch schon ein paar Stunden reingespielt und der Autor, der Horst Bauer, ist super nett. Ja, ein wirklich voll netter Pensionist, der in seine Passion wirklich darin besteht, dieses Spiel voranzubringen, der sich da voll reinsteigert in das Ding. Der hat mir auch privat also erzählt im Endeffekt, er spielt keine Euro-Spiele mehr, weil er AP-prone ist. Ja, das heißt, Analysis, Paralysis anfällig. Und das hat er dann selber gemerkt. Er liebt die Spiele zwar, aber es ist ihm zu viel Arbeit. Ja, er steckt jetzt die meiste Arbeit in dieses Spiel hier und verbringt da viel Zeit damit. Und das ist natürlich klar. Ja, also, wenn du dann einen eigenen kleinen Verlag gründest, dann braucht das Spiel eben auch viel Zeit in der Entwicklung, Produktion und so weiter. Also kommt da nicht mehr viel zum Spielen. Aber
wandert dann auch eher gern so ins Roll-and-Write-Genre ab. Ja, von Board Game Raccoon. Und ich möchte jetzt keine volle Erklärung abgeben, aber wie sage ich das am besten? Das Spiel ist wirklich was, wenn ihr mal was abseits vom Mainstream sucht. Ja? Zum Beispiel bei mir durchgefallen war Rajahs of the Ganges, The Dice Charm. Also es ist irgendwie ein nettes Roll-and-Write, keine Frage, aber hat mich dann doch ein bisschen gelangweilt. Ja? Dann Twilight Inscription. Boah, sieht das Spiel geil aus. Ja, ich habe es gespielt zu zweit. Wir haben uns tot gelangweilt, weg. Ja, es ist auch so ein Spiel, wo man merkt, dass es gefloppt ist irgendwie. Keiner berichtet mehr drüber, es wird verramscht. Ja, also. So. Und dieses Roll'n'Ride hier bewegt sich abseits von diesen ganzen klassischen Roll'n'Rides. Es ist hier kein stupides Abkreuzen, sondern wir haben hier ein RPG-Roll'n'Ride, quasi ein Rollenspiel. Roll'n'Ride mit einem Abenteurer, den ihr aufleveln könnt und gleichzeitig eine Geschichte erlebt. Ja? Mit einer Anleitung, die euch während des Spiels schon in die Regeln einführt, weil das ja eigentlich ein komplexer Titel ist. Ihr habt zwei verschiedene Würfelfarben, ja, Licht und Schatten, Weiß und Schwarz, und könnt damit unterschiedliche Aktionen durchführen, euch bewegen, euch ja, Tränke kaufen und so weiter und so fort. Es gibt sehr viele Möglichkeiten, da würde ich zu sehr ins Detail gehen. Das ist wirklich ein Roll'n'Ride, eines der besten Roll'n'Ride auf dem Markt, finde ich, nach Hadrian's Wall zum Beispiel. Ja, Hadrian's Wall glänzt zum Beispiel mit sehr vielen Optionen. Bewegt sich im klassischen Bereich, aber mit sehr vielen Optionen und viel Verzahnungen. Ja, aber hier ist es wirklich so eine Art Abenteuerspiel. Das ist echt ein geiles Ding, hat auch einen Stand in Halle 3 am Rand. Und wenn ihr Solo-Spiele mögt, denn das ist das Besondere, es ist eigentlich ein Solo-Spiel, ja, schaut mal vorbei und holt euch das. Ihr habt mir nämlich da die neue Erweiterung in die Hand gedrückt. Und zwar die Erweiterung Magister Atrium ist also der Magister Atrium Erweiterung 1. Und das spielt jetzt thematisch gesehen, das ist so ein schöner Briefumschlag, ja, mit einem Standee drin und ein paar Karten. Thematisch gesehen spielt das jetzt vor dieser Geschichte. Das heißt, man kann hier eigentlich den Charakter noch vorher entwickeln, dann hier weiterspielen. Und hat mir den Prototyp gezeigt zu der neuen Erweiterung, Kapitel 2. Ja, das spielt dann oder beginnt dann, wenn ihr mit dem Hauptspiel fertig seid. Ja. Und jetzt muss es sich bewusst sein, spielt ihr die Story hier, ich sag mal, ihr spielt das, ihr könnt das Spiel natürlich öfter durchspielen. Wenn ihr es zweimal durchspielt, kennt ihr die ganzen Storywege. Ja. Aber einmal durchspielen, ich glaube, ich habe erst ein paar Stunden drauf, aber ihr sitzt Minimum 15 Stunden an so einem Titel. Ja. Für das kleine Ding hier, 15 Stunden, ist natürlich sehr viel Spiel. Und dann, wenn ihr damit fertig seid, gibt es jetzt die neue Erweiterung und dann müsst ihr die Insel der wahnsinnigen Katzen finden. Ja. Und da kommen dann drei neue Sheets dazu, die dann so aussehen. Ich halte mal abwechselnd die Kamera. Der hier. Dann haben wir hier Karten zum Ausschneiden. Das ist jetzt noch Print and Play natürlich. Und dieser Sheet kommt ja auch noch dazu. Ich glaube, da gab es noch einen dritten. Ich glaube, da gibt es noch einen dritten. Muss ich gucken, wo ich den habe. Jedenfalls kommt da eine richtig große Erweiterung dazu. Und ich habe da ein großes Erklärvideo von ihm aufgenommen, das soundtechnisch ein bisschen ein Problem war. Aber das seht ihr dann im Video. Also da gibt es dann mehr dazu. Und ja, zwischen Licht und Schatten ist wirklich, finde ich, ein ganz besonderes Spiel, das ihr euch als Roll'n'Ride und Solospieler mal ansehen sollt. Und der hat so viele Ideen. Und es ist komplex und wird noch komplexer und gibt euch sehr viel Spielzeit für kleines Geld. Und in dieser kleinen Box ist viel drin, ja, Acrylboards und so weiter. Also super, könnt ihr direkt beim Verlag bestellen oder auch bei diverse Händler, die das im Angebot haben. Der Autor, super nett, hat mich auch gefreut, mit Horst Bauer, danke nochmal, zu reden. Wir haben da sicher lange rumgeschnackt. Ja, so viel dazu. So, dann, was ich noch bei der Einleitung sagen wollte, bevor wir zum Loot kommen. Und zwar, ich habe auch viele Fans getroffen. Erster Tag ist ja recht witzig.
dass man da immer sieht, bevor man sich jetzt die Loot-Sachen, man ist ja eigentlich am Besorgen des Loots. Ja. Der erste Tag ist immer sehr stressig. Du merkst, die Leute sind total fokussiert, ja, auf ihre Loots. Jeder will schnell irgendwo hin und sich mal die Sachen besorgen. Und da gehst du an die Leute halt vorbei, ja, und keiner achtet da auf jemanden anderen, außer du stehst in der, man steht in der Schlange, dann hat man halt ein bisschen Zeit zu quatschen, ja. Das heißt, da haben mich so 5 Leute circa angesprochen und es war mega cool. Und das ist genau der Grund, was mich auch zur Messe zieht, ja, weil das so toll ist, wenn ein tolles Gefühl, wenn dann jemand kommt und mit dir ein Selfie machen will. Ja, also das gibt mir so eine tolle Bestätigung und das freut mich riesig, weil das kann das erste Mal vor ein paar Jahren, wenn man da mal ein bisschen bekannt ist, kann man es gar nicht glauben. Aber manche gucken dich halt nur an und winken halt mal kurz, aber viele sprechen dich dann an und das ist wirklich toll. Und weil ich ja nicht so viele Termine hatte, war das total angenehm, ja. Aber ich muss schon sagen, am ersten Tag hofft man, dass es nicht so oft der Fall ist, ja, weil man dann schnell von Stand zu Stand haust. Und wenn es da eine Schlange gibt, dann ist es ja cool. Ja, aber man hofft erstmal, ist man total fixiert auf die Spiele, aber das sind die anderen ja auch so. Zweiten Tag war es dann anders. Da haben dann 10 Leute mit mir gesprochen, circa. Ja, ich habe es nicht gezählt, aber ich glaube, es waren die 8 bis 10 Leute. Und sogar ein Patreon war dabei. Grüße gehen raus an dieser Stelle. Ich glaube, beim nächsten Mal müssen wir so eine Art Community-Treffen machen und eine gewisse Uhrzeit ausmachen, wo ich mich mit meinen Patreons mal treffen kann und unterhalten kann. Weil ich finde, Patreons sind wirklich ist wirklich eine besondere Form von Unterstützung, wenn man mit Privatgeld unterstützt wird. Und da will ich mich doch gerne mal auch persönlich mit den Leuten unterhalten. Und ich rede auch gerne. Ja, das heißt, wenn ihr mich anquatscht, dann sind sicher mal 5 Minuten, 10 Minuten zum Reden angesagt und ihr könnt mich da auch alles fragen. Also das finde ich echt toll. Und wenn ich da keinen Terminstress habe oder so, jetzt eben eh weniger, ja, und ich muss nicht unbedingt irgendwo hin ein Spiel holen. Richtig geil und das hat mich total gefreut und ja, 3 Selfies waren dabei, super, also hat mich echt gefreut. So, und jetzt kommen wir zu den Loots. Es ist ja wirklich ein langes Video, ein besonderes Video und die Loots werde ich dann ein extra Unboxing-Video dazu natürlich machen. So, lass uns mal anfangen und zwar gehen wir zu dem Spiel. AI Apocalypse habe ich gerade vorgestellt. Da habe ich natürlich jetzt die fertige Version bekommen. Also es ist ja so, natürlich, wenn du über ein Spiel berichtest, ja, das muss ich auch transparent bleiben, ich werde da nicht aktiv bezahlt oder so, sondern ich bringe Spiele generell ja nur dann raus, wenn ich der Meinung bin, dass sie auch wirklich sehenswert und lohnenswert sind. Aber du steckst auch viel Arbeit darin rein und ja. Dann ist halt die Gegenleistung meistens, dass du auch das Spiel bekommst. Ja, definitiv, also so ist es Usus. Und jetzt eben da die fertige Print-Copy, die werde ich dann beim Unbox auch vorstellen. Und Leute, die Produktionsqualität in diesem Spiel, par excellence. Ja. Es ist immer auch toller Effekt, wenn man erstmal den Prototyp hat und das fertige Spiel dann vor sich hat. Ja, also geil. AI Apocalypse. So, dann, wir haben ja ein ganz kleines Spiel, das ich dann am Ende machen werde. Und das habe ich mit einem ganz besonderen YouTube-Kollegen gemacht. Und darauf werdet ihr 100% nicht wetten können, wer das ist. Ja, also da seid gespannt drauf. So, das nächste, was wir gleich abhandeln, und da ist viel dabei, das ist ja jetzt eigentlich nicht aktiv ein Kauf, sondern ein Kickstarter-Projekt und zwar The Sorcerer Endbringer. Ich habe das Spiel ja damals unterstützt, weil das Grundspiel ein geniales Kartenspiel ist, tolle Ressourcenmanagement spielt, mischt 3 Fraktionen, glaube ich, waren das zueinander, habe dadurch ein zufälliges Deck mit unterschiedlichen Fähigkeiten, voll darkes Artwork, ja, also mit Horror-Artwork, das liebe ich, das ist sowieso grandios. Und spielt sich auch geil. So, jetzt haben die halt die Weiß Wizard Games das Problem, dass die Spiele im Zoll schon ein paar Wochen auf dem Zoll liegen. Und ja, ihr wisst ja, wie der Zoll so ist. Wenn der das nicht freigeben will oder langsam arbeitet, dann sind die Bäcker halt dann angepisst und müssen warten drauf. Ja. So,
dann gehe ich halt mal so hin und denke mir so, ich frage die einfach mal, die haben nicht ausgesehen, frage einfach mal, ja, was glaubt ihr, wie lange wird es dauern? Ich bin Bäcker dieses Spieß. Und hat der Mann ganz freundlich zu mir gesagt, so, ja, Sie können es leider nicht sagen, weil, ja, ist ja kein Wahrsager. Ich kann auch nicht wissen, wann das raus ist, aber trotzdem wollte ich halt mal fragen. So. Aber dann sagt er gleich im Satz darauf so, aber wenn du willst, dann können wir das gleich hier fulfillen. Ja, also ich kann gleich hier alles mitnehmen. Und ich denke mir, was? So war ich erstmal überrascht, so, ja, okay, dann machen wir das. Dann geht er zurück und holt voll die nette ältere Dame und die hat mich dann gefragt, ja, du willst das Spiel gleich? Und sie, ja. Und sie, ja, ist kein Problem. Sie hat dann ihren Laptop geholt und hat das dann gemanagt, hat eine Weile gedauert, weil das so viel Zeug ist. Ja, erstmal die E-Mail-Adresse raus zu finden, die habe ich ihr gegeben, hat nicht funktioniert. Ja, also es dauerte dann eine Weile, sie hatte voll viel Geduld, aber es hat dann funktioniert. Und boah, Leute, die von Vice Wizard Games sind wirklich, ich habe es mal kurz am Heidelberger Burg-Event vor einigen Jahren damals getroffen, aber nicht viel damit kommuniziert. Aber die waren so nett am Stand, also wirklich tolle Leute und haben das auch gleich fulfilled. Und hat eine Weile gedauert, weil das sind viele kleine Add-ons dabei. Ihr seht hier die diversen Booster-Packs, ich halte euch die mal hin, weil die haben ein wirklich schönes Artwork. Ja. Und wenn wir schon beim Loot sind, dann will ich euch da auch alles zeigen. Ja. Also viele, viele Booster, das hat eine Weile gedauert, bis derjenige, der das dann rausgesucht hat, alles bereit gehabt hat und hat das da dreimal durchgezielt, das Ganze. Ob ja alles dabei ist, das hat mich dann riesig gefreut und zählt natürlich jetzt auch zum Messe-Loot dazu, weil habe ich ja von der Messe mitgenommen und gab es dort auch zu kaufen. In begrenzter Stückzahl, ja. Also der Zoll war ja nicht überall so gemein wie bei uns, da jetzt in Europa wahrscheinlich. Und doch dadurch hatten sie natürlich ein paar Exemplare mitgenommen. Hier Nicodemus, cool, ha? Voll schöne Artwork. Das war das Sorcery Stuff hier. Ich gebe mal die Booster ein bisschen auf die Seite. Es gab auch noch Sleeve Packs dazu. Natürlich, dass ich das Ganze auch sleeven kann und das mit dem alten Spiel zusammen, also mit dem ersten Spiel zusammenpasst. 5 Sleeve Packs. Ja. Das war das Sorcerer-Zeug. Dann gab es, ah ja, genau, ist auch noch dabei. Gab es noch zusätzliche, wie heißen die nochmal, Gebiete, um die man kämpfen kann. Battlefield Boards, genau. Gab es auch noch dazu. Und das war schon das erste größere Spiel. Dann habe ich hier die Mischwald-Erweiterung. Und zwar diesmal Waldrand. So sieht das Cover aus, voll schön. Ich zeige euch mal die Rückseite hier. Die habe ich schon geöffnet, weil da gab es eine Promokarte dazu. Die habe ich dann gleich reingegeben, sonst konnte ich es nicht transportieren. Und ja, also Mischwald, das ist so ein Ding, da kann ich die Erweiterung, gehe ich mal davon aus, bedenkenlos kaufen. Die Alpine-Erweiterung war toll, fügt sich nahtlos ein. Die hier wird sicher auch toll sein. Die Sorge habe ich nur, ob es nicht irgendwann mal zu viele Karten werden. Aber mal schauen, wie das wird. So, dann habe ich hier zweimal Magic the Gathering Booster, die neue Edition Duskmourne. Warum die? Ja, ich habe da einen Stand gesehen in den Trading Card Halle, der hatte einen Booster um 4 Euro verkauft. Ja? Und normalerweise kosten die 5 Euro im normalen Handel. Und ich habe dann gedacht, ja, okay, dann nehme ich halt mal zwei Messe-Booster mit, mal gucken, vielleicht haben wir mal Glück. Und es ist was Tolles drin. Ja, es wird also auch spannend beim Unboxing, was sich in diesen zwei Boostern hier befindet. So, dann kommen wir zu den Boxspielen hier. Und zwar das erste Herr der Ringe der Mittelerde, Duell der Mittelerde. So. Ja, das war auf meiner Wunschliste, habe ich mir auch geholt. Natürlich, da waren auch viele Exemplare vorhanden, gab also, glaube ich, keinen Mangel. Ich habe halt da nichts mitbekommen, vielleicht jetzt am Sonntag, dass vielleicht schon alles weg ist, keine Ahnung, ich bin ja leider nicht mehr da. Ja, so sieht das Ganze aus, basiert auf Seven Wonders Duel. Und ich werde meiner Frau erstmal eine normale Runde Seven Wonders Duel spielen.
damit wir da eine Basis haben, um das Spiel hier zu beurteilen. Es ist schon länger her, dass ich es gespielt habe, aber Seven Wonders Duel ist eines der besten Zwei-Spieler-Spiele sowieso. Also freue ich mich drauf, Herr der Ringe geht bei mir natürlich immer. Ja, der nächste Titel ist der Titel, den ich mir als erster auf der Messe geholt habe. Und zwar Saltfjord. So, spielbasiert auf Santa Maria. Santa Maria hatte damals, ja, grottenschlechte Optik, tolles Spiel. Würfeleinsatzmechanismus, ja, das heißt, du hast hier Würfel, du würfelst die, kannst sie dann einsetzen und triggerst dann die Fähigkeiten, die durch den Würfel in der Reihe aktiviert werden. Entweder hier von links nach rechts oder so, oder glaube ich, und hier kannst du natürlich senkrecht auch einen Würfel einsetzen. Hier ist der Spielplan übrigens, wo man die Würfel einsetzt, also nicht hier. Also wunderschönes Design diesmal. Der Entwickler hat mir auch gesagt, es sind ein paar neue nette Twists drin und zusätzliche Mechaniken. Also das Ganze nochmal aufpoliertes Spielsystem, das ist nur positiv, Leute. Ja, also der Vorgänger im Endeffekt, ja, sage ich mal, gedankliche Vorgänger, war wirklich genial zu spielen. Und jetzt mit so einer schönen Optik, das ist einer meiner Highlights. Und wenn man den Vorgänger kennt, dann meine Erwartungen sind groß, kann das eigentlich nicht schlecht sein. Ja, also war auch relativ schnell ausverkauft, die hatten da gar nicht so viel da. Und anscheinend hieß es, das hat mir jemand anders gesagt, weil später kam ich nicht mehr an den Stand. Und ich habe dann gehört, dass es anscheinend dann bis März nicht mehr verfügbar ist. Ja. Und das heißt, bin ich froh, dass ich da noch an Saltfjord rangekommen bin. Hier bleiben. Schöne schwere Box, viel drin. Da freut man sich. So, kurzen Schluck. Die Stimme wird schon rau. Und zwar nächster Klopper. Das ist wirklich ein Klopper. Und ich bin mega gespannt drauf. Also wirklich, ob ich überhaupt die Regeln noch packe in meinem Alter und meinem Zustand. Ja, schauen wir mal. Auf jeden Fall Zivolution natürlich war auf meinem Wunschzettel. Ich hoffe, dass es mal ein Steffen-Feld-Spiel ist, das ich wieder mal behalten werde. Vorschusslorbeeren sind groß, soll ein sehr langes Spiel werden. Steffen Feld hat selber anscheinend gesagt, ja, dieses Spiel geht über Expertenniveau hinaus. Ja, sind wir mal gespannt. Also es ist natürlich, wie man das hier beurteilt. Natürlich ein Eurogame mit vielen, vielen Mechaniken, die man von Feld wahrscheinlich kennt. 40-seitiges Regelwerk, glaube ich. Enorm schwere Box. Die hatten dann nur irgendwelche Probleme mit der Materialproduktion oder es kann sein, dass man da irgendwie Probleme drin hat in der Box oder irgendwas ging da schief. Musste man sich über einen Barcode gleich registrieren, damit man da Ersatzteile zugesendet bekommt. Näheres weiß ich da nicht mehr, es ist so schnell gegangen, war so viel Stress am Stand. Ja, also ich habe mich da gleich registriert und das angemeldet. Ja, muss mal schauen oder tiefer eruieren oder schreibt es ja gerne in die Kommentare, was da im Detail fehlt. Vielleicht mit den Holzteilen irgendwas oder so. Aber Fakt ist, sehr spannendes Projekt. 90 bis 180 Minuten soll das Ganze dauern. Bin ich gespannt. Aber ist mir echt egal, wenn das ein Spiel ist, das Spaß macht von den Mechaniken her. Und wenn der Mechanikenmix gut verzahnt ist, wird es sicher toll. Ja, so dann. Zwei Titel, die mache ich dann später, die ich nicht auf der Liste hatte. Jetzt kommt ein Titel, auf den ich auch natürlich mega gespannt bin, und zwar Inferno. War das dritte Game, das ich mir dann geholt habe. Also die Stände lagen ja beieinander. Ja. Das heißt, der Saltfjord war in der Nähe von, war gleich mal in der Nähe von, glaube ich, Deep Prince. Dann Inferno war auch gleich in der Nähe und daneben gleich Frosted. Und ja, das spielt in der Welt von Dantes Inferno, wo du versuchst halt irgendwie Seelen einzufangen und diese Seelen dann in die Unterwelt zu senden. Und damit kannst du dann die als Ressource verwenden und da hier an dieser schöne Leiste hier irgendwie hochgehen. Ein Spiel, wo ich mir mal Videos angesehen habe, das ist aber schon länger her. Ich weiß also jetzt von Mechaniken nicht viel. Lass mich da jetzt gerne überraschen, ob das wirklich cool ist. Ja, viele sagen, das ist schon ein sehr geiles Spiel und bin gespannt, ob es auch zu zweit sehr gut ist. Ja, also das ist für mich auch immer wichtig. Dazu gab es eine Promo dazu.
Das war das hier. Und was ich vorher sagen wollte ist, ich bin Gott sei Dank, ja, ist jetzt auch neu, ich habe mich eben da ein bisschen gewandelt in meinem Bewusstsein, weil du eben schon so tolle Spiele hast, ja, und auch das Geld ist begrenzt, das ganze Kost ist ja nicht billig, ja. Und Inferno war halt wieder so ein Projekt, da gab es noch was dazu, ich glaube, da gab es eine Spielmatte, Metallmünzen und Miniaturenset. Und ihr spielt ja da, glaube ich, unterschiedliche Götter oder so. Ja, das seht ihr dann hier drauf. Da gibt es zum Beispiel den Cerberus. Und den gab es als Miniatur auch zu kaufen. So ein 4-Miniaturen-Set. Also ein Set mit 4 Miniaturen. Die sahen schon sehr geil aus. Aber ich habe mir sofort gedacht, hey, das kostet, glaube ich, 45 Euro oder 50 Euro, glaube ich sogar. Voll teuer. Da habe ich ja gedacht, hey, für was brauchst du das? Ja, geil, wenn man es hat, definitiv. Ich finde es echt geil, wenn das ganze Deluxe-Gedöns ist. Wirklich toll, ich liebe es. Aber sollte mir das Spiel nicht gefallen, kriegst du den Wert auch nicht mehr rein. Ja, wahrscheinlich. Und ich denke mir dann auch, das ist so viel Geld, um das Geld kaufe ich mir ein anderes Spiel um 50 Euro. Ja, also bin ich echt davon jetzt ein bisschen weggekommen. Ich muss sofort alles haben, was es gibt. Ja. Metallmünzen habe ich mir nicht geholt, die sind zwar immer geil, aber ich habe so allgemeine Münzen zu Hause, die ich bei jedem Spiel verwende. Also brauche ich eigentlich keine Metallmünzen, die sind eh schon cool genug. Ja, so RPG-Münzen, toll. Ja, sind auch wieder 25 Euro gespart. Wie gesagt, die Miniaturen auch nochmal 45 bis 50 Euro, glaube ich. Das ist so viel Geld für eigentlich, was man gar nicht braucht. Und da kann ich echt stolz sagen, ich bin da weg, dass ich sagen muss, ich muss wirklich komplett alles haben. Ich sehe im Grundspiel schon sehr viel drin. Und meistens nehme ich nur mehr alles, wo ich mir wirklich sicher bin. Also wie bei Terraform Mars zum Beispiel, die Spielmatten, die ich damals unterstützt habe, ja, werde ich nie abgeben, das Spiel. Und die Spielmatten sind mega geil, dann hole ich mir die Spielmatten. Übrigens, die gab es auch auf der Messe zu kaufen. Und ich hoffe, ihr habt da fleißig zugeschlagen. Also Fricks Games war auch immer ständig belagert. Ja, dann das nächste Spiel war auch auf der Liste. Und zwar Endeavor der Tiefsee war eigentlich, glaube ich, immer das erste Spiel, das bei Frosted sofort ausverkauft war. Natürlich mit den, und da habe ich es wieder gemacht, ja, die Deluxe-Komponenten braucht man nicht unbedingt zu spielen. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das Spiel sehr gut ist. Ja, das kann nicht schlecht sein. Und sollte es mir nicht gefallen, ist auch der Wiederverkaufswert von dem Titel wieder, ja, sicherlich schlecht, weil tolle Präsenz, dürfte ein tolles Spiel sein. Und da ist das hier wirklich ein Upgrade. Er hat Deluxe-Tokens statt Papp-Tokens oder so und Sortierschalen. Das macht auch Sinn. Ja. Also da ist wirklich sehr viel drin, glaube ich. Vielleicht spielt da ein Detail auch noch. Grundspiel, ja. Werden wir dann beim Unboxing sehen. Also ich weiß noch gar nicht im Detail, was da alles drin ist. Aber Endeavor ist jetzt auch in meiner Sammlung. So, und jetzt kommen zwei Spiele. Die hatte ich nicht auf den Schirm, die habe ich in der Messe gesehen. Und habe bei manchen Spielen dann eben, ja, gesagt, die hole ich mir nicht. Ich weiß nicht, ob ich schon erwähnt habe, ja, also die Loot-Liste weicht definitiv von, also der Loot weicht definitiv von meiner Liste, die ich online gestellt habe letztes Mal oder die ihr gesehen habt in meinem Vorschauvideo, weicht sie ab. Und dazu noch die Story, wie meine Auswahl funktioniert. Ist auch so, ihr seht, ich habe wahrscheinlich Minus nicht dabei. Ja, es kommt noch was, aber Minus ist nicht dabei. Warum ist Minus nicht dabei? Weil, und den Effekt hatte ich jetzt öfter, du gehst auf die Messe, freust dich auf ein Spiel und früher war das so, du hast die Liste gemacht und ich habe blind schnell alles geholt. Ja? Minus, zack, ein, weg. Ja? Das ist jetzt nicht mehr der Fall. Ich hatte jetzt mehr Zeit, um das Ganze genießen zu können, habe jetzt auch bewusst gekauft und dann habe ich das auch so jetzt gehandhabt, habe mir das Spiel erstmal angesehen, wenn die Zeit dafür war. Ich war ja bei Minus nie 100% sicher. Ja? Das war ein bisschen schon Gespräch bei diversen YouTubern, aber so gehypt wirklich hat es auch niemand. Ja. Habe mich dann hingestellt, den Erklärbären zugehört, dann 20 Minuten, 15, 20 Minuten angesehen, wie die Spieler das spielen.
Und es kam mir wirklich im Innersten hoch, ja, warte mal, da kann ich ja eigentlich Marco Polo spielen, da habe ich auch einen tollen Würfeleinsatzmechanismus und sowieso ein tolles Spiel. Oder ich könnte auch Arnak spielen, da habe ich auch das Deckbuilding dabei, ja. Ich brauche das Spiel eigentlich gar nicht. Und was noch dazu kommt, es hat mir dann, und das ist mir öfter passiert jetzt auf der Messe, optisch gar nicht mehr so gut gefallen. Also du siehst die Boardpräsenz und du denkst dir, oh, das ist aber gar nicht mehr so cool irgendwie. Also irgendwie, nee. Ne? War halt so der Fall und dadurch habe ich mir Minus nicht geholt. Anders geht es natürlich auch. Speakeasy, was ich vorher erwähnt habe von Vital Lacerda, da hatte ich den Effekt, dass ich mir bei der Ankündigung online die Bilder angesehen habe und habe mir gedacht, ja, ich weiß nicht, bin mir nicht so sicher, diese Brauntöne und so, irgendwie ein bisschen komisch. Ich weiß auch nicht, ob mir das Thema irgendwie zusagt. Ey, und dann siehst du das Spiel aufgebaut auf dem Tisch, wie der hantiert damit und wie die Boardpräsenz einfach rüberkommt vom Tisch. Geil, ja, da hat mich das dann voll gehuckt. Also solche Effekte hatte ich auf der Messe. Einerseits wurde ich abgeturnt von was, auf das ich mich gefreut habe. Und das, was ich im Vorhinein nicht so geil gefunden habe, hat mich dann voll geflasht. Ja, so bin ich jetzt an diese Spieleauswahl herangegangen. Also die waren eh auf der Liste und da habe ich mich auch vorher schon wirklich gut überlegt, ob ich es mir kaufe oder nicht. Habe es mir dann live angesehen und sah es auch cool aus. So, nur bei Saltfjord, die habe ich mir dann natürlich live später angesehen, weil die Stresstitel, wo ich mir sowieso sicher war, da musste ich gleich anstellen. Also definitiv. So, und jetzt kommen zwei Spiele, die ich halt so entdeckt habe. Und zwar, das erste ist Phoenix New Horizon. Hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Einige meiner Freunde auch nicht. Ja, die haben das dann gesehen, sagen, ey, das sieht cool aus, wo hast du das denn her? Ist, glaube ich, von einem, ich glaube, spanischen Verlag oder so dürfte es sein. Ja, das ist ein spanischer Verlag. Perro Loco Games. Und das ist ein Eurogame, wo du, glaube ich weiß noch nicht alle Details, aber da glaube ich, kannst du die Arbeit auch verbessern. Ja, ist auch ein sehr schöner Mechanismus, den ich mag. Aber mir hat, und ich bin auch so, wenn man so jetzt durch die Messe streift, lasst man sich ja erstmal von den Optik, von der Boardpräsenz catchen. Ja, sieht man sich an, was ist das für ein Spiel, Eurogame. Und ich denke, wenn man sich das jetzt mal auf der Rückseite ansieht, ja, so sieht das aus, ist zwar ein kleines Bild, aber das ist richtig, sieht richtig, richtig schön aus. Also auch ein Eurogame und ein Spiel, auf das ich sehr, sehr gespannt bin, weil das war wirklich so eine, ja, nicht mal 5 Minuten Entscheidung. Ich habe das am Stand gesehen, ja, und das Spiel ging auch gut weg. Da wurden sehr viele verkauft. Habe mir dann am Tisch die Boardpräsenz angesehen und das sieht einfach toll aus. Ja. Also, wow, wirklich schön. Also bin gespannt, ob das was kann. So, und dann habe ich mir das gekauft. Das hat wahrscheinlich nicht ganz den Level dieser ganzen Spiele hier, aber die Tischpräsenz ist einfach geil. Es sieht wunderschön aus und es soll auch ein Spiel sein, das ich mit der Kleinen vielleicht auch mitspielen will, ja, weil es vielleicht von den Regeln nicht so hardcore ist. Und zwar eher ein, denke mal, ein Kennerspiel oder vielleicht Kennerspiel im unteren Niveau, Tea Garden. Auch ein Spiel, das erstmal nur für Pre-Order zur Verfügung war. Die bekamen dann Nachschub, ja, haben dann auch andere Leute auch kaufen können, so wie ich zum Beispiel. Da war generell nie viel da, hatten auch lange Schlange stehen. Das Spiel ist von, ja, Chili. Und zählt euch mal die Rückseite an. Ja, da geht es darum, dass man hier quasi Teeplantagen hat, die Teeblätter abbaut und dann eben versucht, diesen Tee auch zu fermentieren. Ja, damit wahrscheinlich eben guten Tee zu machen. Tee ist sowieso irgendwie so ein Thema, das ich sehr gerne mag. Da habe ich auch ein Spiel noch dazu. Aber Fakt ist, seht das mal live auf dem Tisch. Das sieht geil aus. Ja, also wirklich ein sehr, sehr schönes, optisch gestaltetes Spiel, das einem sofort anlacht. Ja, Karten sind auch wieder dabei als Mechanismus. Ich bin gespannt, wie das Spiel ist. Und ich finde, ja, am Cover, es ist echt wieder so ein Fall, Leute. Am Cover sieht es gar nicht so spektakulär aus, als wenn ihr das live auf dem Tisch seht. Ganz ehrlich, also es sind wirklich
ein haushoher Unterschied, glaubt mir. Also ich finde, so ist es jetzt vielleicht, weil das ein bisschen kleiner gehalten. Naja, ja, sieht schon auch schön aus. Aber am Tisch ist es nochmal geiler. Also freue ich mich auch auf Tea Garden. So, dann kommen noch ein paar Sachen. Und zwar haben wir hier einmal Heerealms, ja, White Wizard Games nochmal. White Wizard Games ist ja eigentlich ein PvP-Spiel. Da gab es schon das, ja, Jun, wie hieß denn nochmal? Wie hieß das erste nochmal? Ich weiß es gar nicht mehr. Da gab es dann eine Koop-Erweiterung, in der ihr eine kleine Story durchspielen könnt. Dann wird das PvP-Spiel zu einem Koop-Spiel oder Solo-Spiel. Ihr seht hier die Bosskarten im Endeffekt, die werden aktiviert, je nachdem, welche Farbe man zieht. Ja, also Heerealms generell ein einfaches, cooles Deckbauspiel mit schönen Kombos. Und jetzt hier die zweite Erweiterung, The Lost Village Part 2 of the Ruin, genau, Ruin of Thunder Campaign hat die geheißen. Ich habe schon länger nicht mehr gespielt, aber hat damals wirklich Spaß gemacht, ja, und habe mir gedacht, ja, wenn ich schon am Stand bin, nehme ich das auch gleich mit und werde es meiner Sammlung natürlich hinzufügen und hoffentlich auch spielen. Aber erstmal haben wir viel Arbeit vor uns, also es hat jetzt kein Prio. So, dann von Frosted Games habe ich noch mitgenommen Red Jack. Ja, auch so ein Spiel für die Familie. Da habe ich mir dann gedacht, das könnte wirklich lustig sein ab 10 Jahren, glaube ich. Eigentlich Blackjack, ihr versucht aber hier Karten auszulegen, natürlich nie mehr als 25, aber ihr könnt die Karten offen ausspielen, könnt sie verdeckt ausspielen, so sieht das aus. Und die Karten haben Spezialfähigkeiten drauf. Das heißt, ihr könnt den anderen Karten entfernen, Karten stehlen wahrscheinlich und so weiter und so fort. Und ich glaube, dass es ein sehr lustiges Spiel ist. Das Artwork ist grandios, ja, mit Ratten dabei. Sieht wirklich lustig aus. Pokerchips sind drin. Vier Kartensets, also 48 Karten, sechs Pokerchips, eine Anleitung, Siegpunktplättchen. Neun Siegpunktplättchen, ja. Ich glaube, dass das sehr lustig ist. Bekommt auch gute Resonanzen durchs Spiel. Schauen wir mal. So, dann habe ich natürlich auch bei Bernd Eisenstein vorbei einen Abstecher gemacht. Ich habe den auch natürlich schon 3 Jahre nicht mehr gesehen. Und da gab es ja jetzt die Zweitauflage von Pandoria, ein tolles, tolles Plättchenlegespiel, das ich immer noch in der Sammlung habe. Das ist wirklich ein sehr schönes Ding. Und die neue Auflage wurde optisch nochmal überarbeitet. Sieht jetzt noch besser aus. Und damit auch die Besitzer der ersten Version in den Genuss kommen können, gibt es ja den Spielplan extra zu kaufen. Für 10 Euro, meine ich, hat das gekostet, habe ich mir noch den neuen Spielplan geholt. Der ist jetzt ein bisschen farbenfroher auch. Die Rückseite hat eine zweite Version, also es gibt jetzt A- und B-Plan. Ja. Dazu gibt es noch Korrektur-Sticker-Sheet, gab es auch noch dazu. Ja. Und es gab auch noch Ergänzungen für die Familienvariante dazu. Und hier auch noch, sehe ich auch noch da so zusätzliche Beilagsblätter. Also auch sehr nice, der Service war auch toll. Ja. Dann für Pandora das Ganze auch wieder aktualisieren. Weil ich habe mir schon gedacht, als ich das gehört habe, so nein, es kommt wieder eine. Das ist genau das, was ich immer sage, ja, schon wieder eine Neuauflage und dann hast du das alte, ist ein komisches Gefühl. Ja, ist ein netter Service, dass man das dann auch upgraden kann, finde ich super. Für 10 Euro kann man das locker machen. So, die anderen zwei Spiele, die großen habt ihr schon gesehen. Undaunted Callisto natürlich, das ist vorher schon reingekommen. Ich zähle das nochmal als Messe-Loot hier dazu. Also das wäre das hier. Ja, und dann haben wir noch, upsa, Dune ist natürlich auch noch dabei. Ja, sind vorher schon eingetroffen, Gott sei Dank, muss ich das Zeug nicht schleppen, weil wenn du das Ganze, wenn du einen Parkplatz hast, der weit weg ist, ich habe das anfangs ja schon erwähnt, oder du kommst mit dem Zug oder mit dem Flugzeug irgendwas, kannst du es nicht abladen. Ja, dann nimm dir mal Dune Imperium. Und renn damit mal ein paar Stunden rum. Das schaffst du nicht. Ja. Also, da ist besser das Auto oder du lässt es verschicken, aber ich habe das dann eben ja, schon vorher gehabt, Gott sei Dank.
So, und jetzt komme ich noch zu einer Story. Und zwar habe ich mal beim. Ich habe vorher gesagt, ich habe mich mit einem Blogger getroffen, das werdet ihr jetzt nicht erwarten, aber ich habe ihn damals vorher auf der BerlinCon schon kennengelernt, persönlich. Und damals, als er mit YouTube angefangen hat, war er bei mir auch ein fleißiger Kommentator, damals noch, als er klein war. Und zwar habe ich mich mit dem Boardgame-Digger getroffen. Hat da wirklich, ich glaube, so 15 Minuten, 20 Minuten eine sehr gute Unterhaltung gehabt. Und ja, jetzt müsst ihr sagen, es ist halt so, man muss sich bewusst sein, wir sind schon beide sehr unterschiedliche Charaktere. Ja? Also unterschiedlicher könnte man gar nicht sein. Also ihr kennt ja meine Art, ihr kennt seine Art, wenn ihr beide kennt oder wenn nicht, schaut mal auf seinen Kanal vorbei. Ja? Also er ist jetzt viel auf Twitch unterwegs, bringt auf YouTube nur mehr sporadisch was raus, weil Twitch ist für ihn jetzt die Hauptplattform geworden. Und ich muss schon sagen, auch wenn wir wirklich sehr unterschiedliche Charaktertypen sind, hatten wir eine sehr nette Unterhaltung zusammen und wir haben natürlich auch über sein Spiel geredet, Unfinished Business hier. Und ihr seht, ich habe es auch mitgenommen, weil ich mir gedacht habe, das muss ich jetzt mal probieren. Ja, ganz einfach. Und wir hatten uns da auch über das Thema, und da will ich nicht so lange drauf herumreiten, Plagiatsvorwurf geredet. Ja, ich habe mich ja zu dem Thema nie geäußert, weil ich mir auch immer gedacht habe, ja, ich meine, gewisse Sachen, die er macht, denkt er vielleicht nicht drüber nach oder sind spontan, ohne die Auswirkungen nachzudenken, ja, was da passiert. Er ist halt privat, wenn man ihn so kennt und mit ihm redet, wirklich, wenn man ihn kennenlernt, schon ein sehr netter Typ. Ja, also es ist, ich denke mal, so Video und so privat, das sind wirklich Unterschiede. Und ich bin da voll seiner Meinung, und ich möchte mich da auch einmal äußern, weil dieses Spiel basiert ja auf einem anderen Spiel, das ich jetzt nicht näher sage. Aber wie gesagt, da könnt ihr euch dann informieren, was da abgegangen ist damals. Und sein Spiel hat die Kernmechaniken von diesem anderen Spiel. Plus, er hat noch ein paar nette Twists eingebaut. Ja. Und dann hat das irgendjemand nicht gepasst, hat bekam eine Anzeige, ja, das ist ja eigentlich das andere Spiel. Und so gut wie die gleichen Regeln eigentlich, auch das Regelheft sieht so ähnlich aus, ja, also kann man sich schon vorstellen, dass das jemand nicht passt, definitiv. Und der hat dann viel Filz damit gehabt und viel Probleme, im Endeffekt kann er es jetzt auch doch verkaufen, das ist halt nur. Das war halt wirklich extrem nervig für ihn wahrscheinlich, und sehr aufwendig und man denkt sich halt, warum? Ja. Und ich gehe da ausnahmsweise, weil wirklich seiner Meinung nach mit, weil das muss man sich vorstellen, wenn das Spiel jetzt Problem ist, so zu veröffentlichen, da muss man sich vorstellen, dann hätten sie, glaube ich, in Halle 3 die halbe Halle verklagen müssen auf Plagiatsvorwürfe. Das ist auch meine Ansicht, ganz ehrlich, weil wenn du das durchgehst und dir die Spiele anguckst, es gibt fast keine Mechanik, die nicht irgendein anderes Spiel nicht auch hat. Ja, viele Spiele fühlen sich dann sogar gleich an wie ein anderes Spiel. Und da muss, oder ja, du musst mich auch denken, allein schon die Siegpunktleiste rundherum, ja, wenn du jetzt schon mal die Siegpunktleiste hast, ist eigentlich schon das gleiche, was du von der Grammarleiste ja abgeguckt hast, dürfte es auch nicht machen. So finde ich das halt, ja. Also, oder geht mal davon aus, meine Frau hat es auch so erklärt, ja, wenn man jetzt eine Forschung macht, ja, und dann kommt eine neue Forschung, die auf die alte Forschung basiert, dann nimmt man auch als Basis die neue Forschung her, plus man hat halt vielleicht noch ein paar neue Erkenntnisse. Ja. Also es ist halt echt so, dass ich denke, ja, das hat halt irgendjemand gestört oder war halt irgendwer neidisch und musste da halt irgendwas anzetteln. Und das ist echt so, wo ich mich auch einmal äußern würde, wo ich sagen will, hey, Leute, die Spiele haben so viele Mechaniken drin, die sich teilweise doppeln. Ja. Fand ich auch blöd und da denke ich mir auch, ja, man hätte es auch vorher wissen können, aber trotzdem, der findet halt geil, so wie er es gemacht hat und ich denke, dass es auch lustig ist und ja, schauen wir mal, wenn ich dazu komme, das Ganze zu spielen, werdet ihr natürlich auch davon von mir hören.
Ich denke mal, ihr seht das Format des Spiels, Boardgame Digger, wenn du jetzt zusiehst. Ich wollte dir das noch sagen, als ich es mitgenommen habe, aber ich glaube, das Format, wenn man das so anguckt, das ist, wie du immer zu pflegen sagst, das ist ein Spiel für die F-Boy-Schublade. Ja. Also, ich wollte das Wort nicht aussprechen, es gibt Probleme mit YouTube. Ja. Also, es ist ein richtiges Spiel für die F-Boy-Schublade. Mal gucken, wenn es dann rauskommt. Also, so wie du es gehypt hast, ich glaube, dass es schon sehr lustig ist. Sonst hätte das Spiel wahrscheinlich nicht gemacht. Ja. Natürlich noch mit den Add-ons dazu. Promo-Add-ons. Richtig toll. Wird auch lustig werden, denke ich. So, das war jetzt ein langes Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich glaube, ich habe noch nicht alles erzählt, was ich erzählen wollte. Da gibt es wahrscheinlich noch viel zu sagen. Das Ohr ist gerade wieder voll zu, seit dem ganzen Video. Noch ein Side-Effekt nebenher. Ich hatte dieses Video schon mal gedreht. Ja, das Problem war, ich habe irrtümlich wieder auf Livestream geklickt und das dumme OBS-Programm hat automatisch den Stream dann gestartet. Ich finde, das ist so wirklich so schlecht an dem Programm, dass das überhaupt möglich ist und du nicht gefragt wirst. Ja, ich stehe auf, klicke auf Start und erwische den falschen Button. Und das heißt, das hat ein paar Leute schon gemerkt. Ich hatte das Handy nicht eingeschaltet. Ja, also auf lautlos, der hat mich dann angeschrieben, ja, ich habe kein Bild, aber ich höre dich. Das heißt, ja, habe ich dann noch einen extra Stream gemacht und mich entschuldigt. War halt nervig, das heißt, ich habe das Video fast doppelt gedreht, dadurch jetzt keine Stimme mehr. Ich hoffe, ich schaffe das heute noch zu schneiden. Aber auf jeden Fall, ja, schreibt mir, wie euch das Video gefallen hat, wie euch die zweite Version gefallen hat. Und ich hoffe, ihr seid auch beim Unboxing dabei. Ich weiß noch nicht, ob ich das jetzt live mache oder jetzt gemütlich halt mit der Cam aufnehme, aber ihr seid sicher auch gespannt, was da alles drinnen ist. Ein fetter Loot wieder auf jeden Fall und alles schöne selektierte Spiele. Dann, ja, habt noch viel Spaß auf der Messe, falls das Video noch rechtzeitig online kommt. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß. Bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Video, bis zum Unboxing. Euer Austrian Board Gamer. Ciao.